Hallo und willkommen zu Death by Daylight. Mein Name ist Felix und heute jage ich wieder ein paar Überlebende durch die Nacht. The Pale Rose Backwater Swamp. Meine Lieblingsmap. Na los, geh los. Wieso geht das Spiel nicht los? Ich will Überlebende töten. Jetzt. Okay, 5 Überlebende. Perfekt. Hier scheint jemand zu sein. Der Jake. Was? Clever. Deshalb würde ich mich nicht teleportieren. Jake. Wo ist der? Ach, da hinten. Na, Jake. Sieht eng aus, ne? Hab ich dich. Ich sollte als Nurse mehr teleportieren und nicht so viel jagen. Okay. Der Keller ist in der Schottlaube, also sehr weit weg. Und der erste Generator ist schon gemacht. Da, anscheinend auch. Okay, beim Boot ist niemand. Weil die Raben noch nicht aufgeflogen sind. Also weil... Höchste Schritte? Nein. Nein, ich hab... Oh, er wurde abgenommen. Bill, wo ist der Jake hin? Diese Richtung. Auf seinen verletzten Füßen. Ich müsste ihn doch hören. Mist. Hinten ist er auch nicht. Okay, da. Bill? Damit habe ich Bill. Ich habe da oben aber auch noch eine Mac gesehen. Deshalb lasse ich den Bill erstmal liegen. Wobei ist es Bill. Ich hält Bill auf. Mist. Der hat ja den Laban-Perk unverwüstlich. Dadurch kann er ja wieder, wenn er liegt, aufstehen. Das ist mir da gerade zu riskant. So, Generator wieder kaputt machen. Nein. Die Mac ist zwar hier lang gegangen, aber hat sich nicht im Schrank versteckt. Ja, vielleicht in einem hier hinten? Nein. Mist. Ja, es sieht aus, als würde ich... Aber ich will nur noch den letzten Schrank checken. Anders werde ich nicht froh. Okay, ich gehe. Okay. Ich habe den Mac aber hier auch gesehen. Links, rechts, nein. Hier hinten lang. Da hinten lang. Hier hinten war sie.
Und sie rennt wieder zurück. Mac hat sich geopfert. Ein Heeresziel. Aber jetzt kommt sie an den Haken. Und zack. Ich mach mal wieder den Generator kaputt. Was macht sie denn? Versucht sich zu befreien, oder? Ich schaue mich nur um. Ich gehe ja wieder, meine Güte. So. Ganz hinten kracht's. Da gehe ich mal hin. Da kracht's auch. Da gehe ich auch mal hin. Da oben. Jake. Mist, das war gut. Oh, da ist ja noch jemand. Jake. Und wo ist der Arbeiter hier? Ich mache jetzt mal den Generator kaputt, dann hänge ich Jake auf. Oh, hier sind Spuren. Bill. Ich hänge erstmal Jake auf. Okay, Mac ist gleich tot. Die nehmen die nicht ab. Oh, die haben die Mac sterben lassen. So, der ist noch kaputt. Der Bill. Okay, wo hänge ich den hin? Ach, da hinten. Oh, Jake hat sich umgebracht. Das heißt, es gibt nur noch einen Überlebenden. Und wenn Bill tot ist, dann gibt es dann nur noch die Hedge. Aber wo ist dieser Letzte? Ich gehe mal am besten auf den Hügel, da kann ich mir einen guten Überblick verschaffen. Oh, Bill hat sich umgebracht. Das heißt, sie ermöglichen die Hedge-Suche. Wo ist der? Hier nicht. Dieser Richtung. Wo ist der? Ich höre keine Schritte. Ich höre nichts. Aber hier muss noch irgendwo jemand... Ah, geflüstert ist weg. Welche Richtung? Ich denke mal nach oben. Diese Richtung. Ja. Hier könnte irgendwo der letzte Überlebende sein. Aber wo? Hier nicht, da nicht, nein. Ich mache jetzt mal den Generator kaputt. Jetzt wieder ein paar Punkte und dann mache ich mir einen Überblick. Cool. Da hinten nicht. Vorne auch nicht. Ha. Huh. Ich höre sie nicht mal. In diesem scheiß Schiff. Wo ist sie? Oder er? Ich gehe irgendwie von der Mac aus, aber keine Ahnung.
Ich glaube, den Spiel habe ich noch gar nicht gesehen. Okay, Raben sitzen eigentlich auch noch alle. Das Beste wäre natürlich, dass sie durch meine Anwesenheit sich so lange verstecken muss, dass Raben über sie... Hab ich sie! Mac! Was? Ja, ich töte dich. Sehr merkwürdig. Okay, da habe ich die letzte gefunden. Und führe sie jetzt hier am Haken zu. Keine Ahnung, wo die Hedge ist. Aber zum Glück kommt die letzte an den Haken. Hier oben war, glaube ich, noch eine Palette. Die mache ich noch schnell kaputt. Komm schon. Wundervoll. Gnadenloser Sieg. Niemand ist entronnen. Okay, wieder eine sehr erfolgreiche Runde Killer. Und ich hoffe, das setzt sich sofort. Und ja, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.